sehr bitter. Wir waren meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft. Belohnen uns aber nicht, bringen vorne irgendwie keinen rein, haben echt viele Chancen gehabt, haben sie echt gut gespielt, die langen Bälle gut festgemacht vom Laki und dann abgelegt und dann haben wir es echt gut gemacht und dann fressen wir dann nur so ein scheiß Tor. Das ist natürlich sehr bitter, aber wir waren die bessere Mannschaft und müssen echt das Spiel gewinnen. Ja, ich denke auch, dass wir die bessere Mannschaft eigentlich über die gesamten 90 Minuten waren. Wir haben eigentlich hinten kaum was zugelassen und haben vorne schon auch mehr Chancen gehabt wie Regensburg. Umso bitterer ist natürlich, dass dann auch noch in der 90. Minute halt eigentlich mit der ersten oder vielleicht zweiten Chance das Tor dann fällt und wir dann wieder als Verlierer vom Platz gehen. Mei, also kann man nicht ändern, sage ich mal. Die, was auf dem Platz stehen und die geben auch immer Vollgas und mei, dann haben wir das genauso, haben wir ja gesehen, wir waren die bessere Mannschaft. Also von dem her, das können wir eh nicht beeinflussen, wer spielen kann und wer nicht spielen kann. Ich denke, das hat man eigentlich dann im Spiel auch kaum gemerkt, auch wenn wir so vielleicht noch nie zusammengespielt haben, wirklich. Aber ich denke, dass wir es trotzdem gut gemacht haben und wir haben uns eigentlich da jetzt keinen riesigen Kopf drüber gemacht, sondern haben das Beste noch draus gemacht und haben wir trotzdem eigentlich eine ansprechende Leistung gezeigt. Ja, den Einsatz auf alle Fälle, aber jetzt haben wir zweimal in der 90. plus so ein scheiß Ding gefressen. Aus dem müssen wir lernen und müssen wir da ein bisschen erwachsener rauskommen, dass wir in Zukunft das abstellen und dass wir die Spiele wieder erfolgreich bestreiten und die Punkte mit nach Hause nehmen oder daheim behalten. Ja, ich denke, den Kampf, den wir trotzdem, trotz auch eben der Ausfälle bestritten haben, war trotzdem positiv und gegen einen Tabellenführer muss man dann auch erstmal trotz der Ausfälle eben auch so eine Leistung zeigen und ja, dann müssen wir uns halt die besten nächsten Spiele jetzt wieder mit dem Ergebnis auch besser hinbekommen. Das ist natürlich sehr geil bei so einem Traditionsverein, vor allem wenn man aus der eigenen Jugend kommt, dass man da 100 Drittligaspiele hat. Auf das bin ich schon sehr stolz und das freut mich, aber was froh bin, wenn es mit einem anderen Ende ausgegangen wird. Ja, es war natürlich ein besonderer Moment, auch wenn der Papa natürlich dann im Stadion ist und das miterleben kann, macht mich natürlich besonders stolz. Aber trotzdem ist natürlich bitter, dass wir das Spiel dann so bitter noch verlieren. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir zumindest einen Punkt mitnehmen oder halt zu null das Ganze bestreiten, aber ja.